Wir haben die Leute heute gefragt, was für Wünsche sie im Jahre 2015 haben. Und Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt von selber. Ja. Gesundheit, dass es gut ja, geht. Ja, genau. Das ist die Hauptsache. Ja, ansonsten die Träume in Erfüllung gehen lassen. Ja. Das ist schwer zu sagen. Es gibt viele Wünsche. Welche soll man da äußern? Erstmal, dass man gesund bleibt, nicht? Das ist das Wichtigste. Und dass man Arbeit hat, denke ich mal. Das sind die zwei wichtigsten Wünsche. Ja, alles andere baut sich darauf auf. Das ist eine schöne Frage. 2015 wäre mir lieb, wenn in der Politik mal was Vernünftiges gemacht wird. Ausländerfragen, es sind so viele offen. Bio-Frage, alles diese ganzen Geschichten, wo wir als Leute oder Menschen nur gut leben könnten. Ach, nur hauptsächlich Gesundheit. Ja. Ja, Arbeit kriege ich sowieso nicht. Und wie soll man sagen, dass es ein bisschen besser wird hier. Auch für die jungen Leute, Arbeit. Ne? Das wünschen sich ja die meisten. Mir immer Gesundheit für die ganze Familie und das war's. Mehr nicht. Gesundheit ist für mich in meinem Alter alles. Ich wünsche, dass es allen gut geht, dass wir gesund bleiben. Und über Hoyerswerda konnte ich nie irgendwas. Es ist schön hier. Wir leben gerne hier. Gesundheit vor allen Dingen. Jetzt werde ich 82 nächste Woche. Und da zwickt's. Da drückt es, naja. Ja, Gesundheit ist das Wichtigste, nicht? Und dass es unseren Kindern, naja, einigermaßen geht, nicht? Ist heute nicht so einfach mit dieser Arbeitslosigkeit hier, nicht? Und wenn Sie drei Söhne haben, zwei davon Langzeitarbeitslose, hören Sie auf, wenn die uns nicht hätten, sieht es manchmal trüber aus. Glücklich, zufrieden und gesund. Das ist wohl das Wichtigste. Ich komme gerade aus der Firma, dass ich viele Reiseleitungen machen kann. Das ist mein Wunsch. Dass Ruhe und Frieden ist, dass es vielleicht noch mehr Geld gibt. Ja, sonst eigentlich nichts. Und Gesundheit, das ist das Wichtigste. Alles andere zählt, nee. Dazu sind wir schon zu alt.